Ich komme aus Dresden, beschäftige mich eine ganze Weile mit dem Thema Grundeinkommen. Ich gehe davon aus, dass wir sowohl die deutsche als auch die englische Version dann irgendwann auf die Homepage des Kongresses stellen. Also wer dann später nochmal nachlesen will, kann das sicherlich sich da runterladen. Ich möchte jetzt zu 8 Punkten sprechen. Bitte versteht diesen Vortrag als eine Einführung. Ich werde nicht tief in die Materie reingehen. Wir hatten uns ja vorgenommen, am Anfang so etwas wie eine Einführung zu geben für Menschen, die weniger oder gar nicht sich bisher mit dem Thema Grundeinkommen beschäftigt haben. Ich werde auch versuchen, langsam zu sprechen, sodass Winnie gut übersetzen kann. Also über 8 Punkte möchte ich sprechen. Einmal über die Definition eines Mindesteinkommens. Was ist das? Und das dann konterkarierend bzw. spezifizierend mit dem Thema Grundeinkommen. Was ist eigentlich ein Grundeinkommen? Worüber reden wir heute und morgen? Und worüber haben wir gestern geredet? Dann werde ich erst was zum Prinzip des Grundeinkommens sagen oder wofür steht ein Grundeinkommen. Etwas zum Thema die Höhe des Grundeinkommens. Dann zu 2 spezifischen Formen. Einerseits der Sozialdividende, andererseits der Form der negativen Einkommensteuer. Dann etwas zur Grund- und Mindestsicherung sagen. Im Gegensatz zum Grundeinkommen ist eine andere Definition mit einem anderen Inhalt. Etwas zur Geschichte der Idee und zur Begründung des Grundeinkommens. Und zum Schluss einen Ausblick geben, einen Überblick geben über die verschiedenen Themen, die im Zusammenhang mit dem Grundeinkommensthema diskutiert werden. Wir fangen an mit der Definition eines Mindesteinkommens. Ein Mindesteinkommen ist ein Überbegriff, ein Schirmbegriff für 2 verschiedene Formen von Mindesteinkommen. Einerseits dem Grundeinkommen und andererseits Grund- und Mindestsicherung. Allen Mindesteinkommensarten ist gemeinsam, dass sie durch Steuern, Abgaben oder Beiträge finanziert sind. Dass aber die Ansprüche von Personen auf Mindesteinkommen nicht davon abhängig sind, dass man zuvor Beiträge, Steuern etc. eingezahlt hat. Das ist ein Unterschied zu Sozialversicherungssystemen. Ich bekomme nur Sozialversicherungsleistungen, wenn ich zuvor in die entsprechenden Sozialversicherungskassen eingezahlt habe. Ich bitte auch darum zu unterscheiden zwischen Mindesteinkommen und Mindestlohn. Ein Mindestlohn, den bekommt man, wenn man Lohn arbeitet. Also er wird durch eine abhängige Beschäftigung erzielt. Und er ist entweder tarifpolitisch oder gesetzlich festgelegt auf ein bestimmtes Mindestniveau. Der Anspruch von Mindesteinkommen, von Minimum Income ist, dass die anspruchsberechtigten Personen die Existenz und Mindestteilhabe an der Gesellschaft abgesichert bekommen sollen. Die Armut soll abgeschafft werden. Ob dies aber tatsächlich erfolgt, hängt wirklich von der konkreten Höhe des Mindesteinkommens ab. Kommen wir zum Unconditional Basic Income oder zum Grundeinkommen. Das ist eine Form eines Mindesteinkommens, welches jedem Menschen einfach deswegen zusteht, weil er existiert. Es soll jedem Menschen bedingungslos die materielle Existenz und gesellschaftliche Teilhabe sichern. Und es gibt 4 Kriterien, die das Grundeinkommen bezeichnen. Das Grundeinkommen ist ein individuell garantiertes Recht von der Geburt bis zum Tod eines Menschen. Es ist unabhängig von familiären oder partnerschaftlichen Bindungen. Es ist unabhängig von Einkommens- oder Vermögensverhältnissen des Menschen, sowie auch unabhängig von dessen Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt. Es wird also ohne eine sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung ist eine Einkommens- oder Vermögensprüfung, ausgezahlt und ohne einen Zwang zur Arbeit oder zu einer anderen Gegenleistung. Ein Grundeinkommen sichert
die materielle Existenz und ermöglicht die gesellschaftliche Teilhabe, im Gegensatz zum Beispiel zu partiellen Grundeinkommen. Ein partielles Grundeinkommen, werde ich dann noch näher definieren, ist ein Grundeinkommen, was nicht die Existenz sichert und nicht die Teilhabe ermöglicht, was also sehr niedrig und zu niedrig ist. Das Gesamteinkommen eines Menschen kann sich nun zusammensetzen aus einem Grundeinkommen plus Erwerbseinkommen oder Ersatzeinkommen, wie zum Beispiel Krankengeld im Krankheitsfall oder Rentenanteile, die man über Sozialversicherung erworben hat. Weiterhin kann natürlich zum Grundeinkommen Kapitaleinkommen dazukommen oder spezielle Nachteilsausgleiche, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung oder für chronisch kranke Menschen. In der Fachsprache Sonderbedarfe. Oder aber ein Wohngeld kann dazukommen, wenn man in einer Stadt lebt mit sehr hohen Mieten, sodass das Grundeinkommen nicht ausreichen würde, um die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe zu sichern. Worum geht es eigentlich beim Grundeinkommen? Oder wofür steht ein Grundeinkommen? Das Grundeinkommen umfasst die bedingungslose Absicherung der Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe eines jeden einzelnen Menschen ohne einen Zwang zur Arbeit oder zur Gegenleistung, ohne Nachweis eines Einkommens- oder Vermögensstatus und ist verstanden als individuell garantierte Absicherung. Das waren nochmal die vier Kriterien. Aber das Prinzip des Grundeinkommens ist kein Geldprinzip. Man kann unter dem Prinzip des Grundeinkommens sowohl monetäre Leistungen, also wie ein ausgezahltes monetäres Grundeinkommen zum Beispiel, verstehen. Man könnte aber unter einem Grundeinkommen in nicht monetärer Form auch gebührenfreie Zugänge zu Gütern, Dienstleistungen verstehen. Gebührenfreie Zugänge zu Kultur, zu Wissen, zu Bildung, selbst zu Nahrung. Selbst zur Wohnung könnte man sich das vorstellen als gebührenfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu öffentlicher Mobilität, zum Internet, zu natürlichen Ressourcen und. Damit wird deutlich, dass das Prinzip des Grundeinkommens kein Geldprinzip ist. Es ist ein Prinzip der bedingungslosen Absicherung der Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe. Und wenn es nicht monetäre Güter gibt, die das mit unterstützen, dass man existenzgesichert ist und an der Gesellschaft teilhaben kann, ist das ebenso dem Prinzip des Grundeinkommens verhaftet wie das Grundeinkommen selbst. Zu dem Punkt die Höhe des Grundeinkommens. Die konkrete Höhe des Grundeinkommens oder das Ausmaß der freien, bedingungslosen, also gebührenfreien Zugänge zu Gütern und Dienstleistungen ist ein ausschlaggebendes Kriterium. Oft wird in der Grundeinkommensdebatte die ausreichende Höhe als der emanzipatorische Springpunkt bezeichnet. Ein sogenanntes partielles Grundeinkommen, also eine grundeinkommensähnliche Geldleistung, die keine ausreichende Höhe hat, also nicht die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, zwingt, weil es zu niedrig ist, ökonomisch zur Erwerbs- oder Lohnarbeit. Oder es muss durch ergänzende bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen, wie zum Beispiel Grundsicherung, ergänzt werden. Oder, wenn es zu niedrig ist, löst es in der Tat nicht persönliche ökonomische Abhängigkeiten von anderen Menschen, zum Beispiel in Partnerschaften. Das heißt, die unabdingbare Voraussetzung für ein Leben in Würde und Freiheit, die Bedingungslosigkeit der individuellen Sicherung der materiellen Existenz und Teilhabemöglichkeit ist mit einem partiellen Grundeinkommen nicht gegeben. Zur konkreten Höhe. Das Europäische Parlament schlägt für die Höhe von Mindesteinkommen, also sowohl für Grund- und Mindestsicherung, als auch für Grundeinkommen eine Höhe vor, die sich an der jeweiligen nationalen Armutsrisikogrenze orientiert. Das wären zum Beispiel für Deutschland derzeit 1.100
Euro netto. Netto heißt ohne Krankenversicherungszugänge oder Beiträge. Die wären im Falle eines Bezuges von Grundeinkommen gesondert zu ermöglichen. Es wird vom Europäischen Parlament auch ein sogenannter Warenkorb als Grundlage der komplementären Bestimmung, also einer anderen Form der Bestimmung, einer existenz- und teilhabesichernden Höhe gefordert. Auch dieses ergebe für Deutschland 1.100 Euro netto im Monat. Es gibt zwei Formen von Grundeinkommen. Das eine ist die Sozialdividende, das andere ist die negative Einkommensteuer. Die Sozialdividende kann eine Form des Grundeinkommens sein, wenn sie mit dessen vier Kriterien übereinstimmt. Und ihr besonderes auszahlungstechnisches Merkmal ist, dass sie vor einer steuerrechtlichen Überprüfung der Einkommen und Vermögen an alle Menschen in voller Höhe ausgezahlt wird. Die Steuern, die zur Finanzierung des Staates oder auch zur Finanzierung des Grundeinkommens benötigt werden, werden gesondert in einem ganz normalen Besteuerungsakt erhoben. Es gibt noch einen weiteren Begriff, Existenzgeld, der ist besonders im deutschen Kontext oft verwandt. Der steht ebenfalls für eine Sozialdividende als Grundeinkommen. Ein Existenzgeld wurde zum Beispiel in Deutschland zuallererst 1982 von unabhängigen Erwerbsloseninitiativen gefordert. Sie waren 1982 auch diejenigen, die erstmals in Deutschland überhaupt ein Grundeinkommen gefordert haben. Die negative Einkommensteuer ist eine weitere Form des Grundeinkommens, aber auch nur dann, wenn sie mit dessen vier Kriterien übereinstimmt. Sie koppelt im Gegensatz zur Sozialdividende die Auszahlung des Grundeinkommens an eine steuerrechtliche Überprüfung. Keine sozialadministrative Überprüfung, steuerrechtliche Überprüfung durch das Finanzamt. Und zwar von Einkommen oder Vermögen. Das Prinzip ist wie folgt. Jeder Person steht zunächst prinzipiell das Grundeinkommen als Rechtsanspruch zu. Andere Einkommen außer dem Grundeinkommen werden gemäß der jeweils geltenden Steuerpflicht versteuert. Der Steuerbetrag wird nun aber mit dem Grundeinkommensanspruch bereits verrechnet. Wer mit seiner Einkommenssteuer über einer bestimmten Grenze liegt, bekommt kein Grundeinkommen mehr ausgezahlt. In dem Falle, wenn die Steuer höher ist als der Grundeinkommensbetrag. Wer unter dieser Grenze liegt oder gar kein zu versteuerndes Einkommen hat, erhält eine staatliche Geldleistung ausgezahlt und das ist die sogenannte negative Einkommensteuer. Unterm Strich, wenn man ins eigene Portemonnaie schaut, befinden sich aber beim Anspruchsberechtigten auf ein Grundeinkommen der gleich verfügbare Nettobetrag wie mit der Sozialdividende. Es unterscheidet sich faktisch nur in dem Punkt, Sozialdividende erst auszahlen, dann Steuer an Staat geben, negative Einkommensteuer, beides Steuerschuld und Grundeinkommensbetrag miteinander verrechnen. Wir können das mit dem Austausch von Geld bei zwei Schuldnerinnen vergleichen. Der eine hat 20 Euro Schulden bei dem anderen. Der andere schuldet dem ersten 40 Euro. Real werden natürlich nur 20 Euro ausgetauscht. Man gibt nicht erst dem einen die 40 und der andere die 20 dann zurück, seine Schuld, sondern man verrechnet die gegenseitigen Schulden. Und analog ist das bei der negativen Einkommensteuer. Ich habe eine Steuerschuld dem Staat gegenüber. Er hat mir eine Grundeinkommensschuld, Bringeschuld mir gegenüber. Und beide
Schuldenbeträge werden miteinander verrechnet. Vielleicht ist das eine einfache Art, die negative Einkommensteuer zu erklären. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Einkommensteuer, die nichts mit dem Grundeinkommen, von negativen Einkommensteuern, die nichts mit dem Grundeinkommen zu tun haben. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine negative Einkommensteuer an die Pflicht gebunden wird, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Da habe ich einen direkten Zwang zur Erwerbsarbeit gegeben. Oder aber, wenn die Einkommensteuer von Ehepartnerinnen gemeinsam veranlagt wird, dann habe ich keine individuell garantierte Einkommensart mehr, sondern eine, die sich auf Partnerinneneinkommen bezieht. Diese Formen haben nichts mit einem Grundeinkommen zu tun, weil sie nicht individuell garantiert sind und weil sie mit einem Zwang oder einer Pflicht zur Erwerbsarbeit verbunden sind. Die negative Einkommensteuer wird oft auch genutzt, um Kombilöhne, also die steuerliche Aufstockung von Niedriglöhnen, herzustellen. Das wurde sehr oft in den USA und glaube in Großbritannien ist das auch sehr oft genutzt als eine Form des steuerlichen Ausgleichs von Niedriglöhnen. Da gibt es dann entsprechende auch Proteste seitens zum Beispiel gewerkschaftlich orientierter Menschen, die sagen, das ist nicht der richtige Weg, wir fordern ordentliche Tarif- oder Mindestlöhne. Worüber wir nicht reden, sind Grund- oder Mindestsicherung. Jetzt kommt sozusagen der zweite Teil des Mindesteinkommens, die andere Seite. Bitte auch dies in der Diskussion immer zu unterscheiden. Grundeinkommen und Grund- und Mindestsicherung sind nicht dasselbe. Anspruch auf Grund- oder Mindestsicherung hat man nur dann, wenn man arm ist. Man muss also vorher auf eine Sozialadministration gehen, Jobcenter in Deutschland zum Beispiel, Grundsicherungsamt, gibt es verschiedene Namen dafür, wo man erstmal die eigenen Einkommen und Vermögen nachweisen muss, um Anspruch zu haben auf diese Grundsicherungsleistung. Wenn man zu wenig Einkommen und Vermögen hat oder gar keins, erst dann hat man den Anspruch auf eine Grundsicherungsleistung. Es geht noch weiter. In der Regel sind Grund- und Mindestsicherung auch mit einer Prüfung von Einkommen und Vermögen in der Familie, im Haushalt verbunden. Partnerinnen gehören dann mit zur sogenannten Einsatz- oder Bedarfsgemeinschaft. In Deutschland zum Beispiel bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist es so, dass wenn zwei Menschen zusammenleben, ein Jahr, auch wenn sie nicht verehelicht sind, gelten sie nach einem Jahr Zusammenleben als eine Bedarfsgemeinschaft. Grund- und Mindestsicherung sind so etwas wie ein letztes soziales Netz. Alle vorrangigen Leistungen, die man bekommen kann, muss man erst vorher beantragen, bevor man dieses letzte Netz als Auffangnetz in Anspruch nehmen kann. Es gibt aber noch andere Bedingungen, die mit Grund- und Mindestsicherung zu erfüllen sind. Erwerbsfähige müssen in der Regel mit einem Zwang zur Arbeit oder mit einem Zwang zu einer Gegenleistung konfrontiert werden. Zum Beispiel bei uns in Deutschland mit dieser Grundsicherung Hartz IV. Wenn man diese Bedingungen nicht erfüllt, dass man eine angebotene Arbeit annimmt, dann werden diese Leistungen gekürzt. Das nennt man Sanktionierungen. In Deutschland kann man per Gesetz sogar verhungern. Die Leistungen können auf null gekürzt werden. Es gibt die Möglichkeit, noch Sachleistungen zu beantragen, Gutscheine für Nahrung zum Beispiel. Das ist eine Kann-Bestimmung. Sie können Sachleistung bekommen. Sie können aber auch keine bekommen, was heißt, dass sie in Deutschland verhungern können, per Gesetz. Also bitte, wir reden nicht über Grund- oder Mindestsicherung, wir reden auf dieser Konferenz über Grundeinkommen. Es wird oft in Diskussionen zusammengebracht.
geworfen. Kurz zur Geschichte der Idee und zu Begründungen des Grundeinkommens. Die Geschichte der Idee des Grundeinkommens ist eigentlich bisher nur für Europa und Nordamerika genau geschrieben. Einige dieser Geschichtsschreibungen vermischen unzulässige Vorschläge, die ein Grundeinkommen begründen, mit Ideen zur Mindestversorgung für Arme. Das hängt damit zusammen, dass seit der Säkularisierung der Idee der Armenversorgung, also dem Herausgehen aus einem religiös begründeten Armutssystem, sich Step by Step Vorstellungen entwickelt haben, die irgendwann, und zwar Ende des 18. Jahrhunderts, erst in die Richtung Grundeinkommen führten. Parallel dazu bestanden weiterhin die Vorschläge und der Ausbau der Idee von Armenversorgung über Grund- und Mindestsicherung. Wir haben am Ende des 18. Jahrhunderts ein Auseinandergehen von dieser Säkularisierung der Armenversorgung direkt bis heute zu den Grundsicherungen, zum Beispiel Hartz IV, Sozialgesetzbuch II, und auf der anderen Seite den Strang des Grundeinkommens. Es wird viel in der Geschichtsschreibung beides miteinander vermischt. Kleiner Exkurs, abweichend vom Text. Oft wird behauptet, Thomas Morris hätte ein Grundeinkommen begründet, mitnichten. Niemals, never. Er hatte einen ganz anderen Vorschlag zur Bekämpfung von Armut, nicht ein Grundeinkommen. Der Begründer des Grundeinkommens im europäischen Kontext ist Thomas Spence. Er begründete im Jahr 1796 in The Right of Infants mit naturrechtlichen Argumenten erstmals das, was wir heute als Grundeinkommen verstehen. Es gab im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von Vordenkern, die für ein zumindest partielles Grundeinkommen plädierten, hauptsächlich auch mit naturrechtlichen Begründungen. Naturrechtlich heißt, die Erde, die Naturressourcen gehören allen Menschen, eine ganz alte biblische Aussage, Commons, die Erde ist ein gemeinsames Gut. Und wer diese Commons nutzt, um die Erdschätze auszubeuten, um Erwerbsarbeit daraus zu machen, muss an die Gemeinschaft, an das Gemeinwesen, an alle Bürgerinnen und Bürger einen Anteil zurückzahlen. Nämlich an diejenigen und natürlich auch an sich selbst, er gehört ja selbst zu dem Gemeinwesen, die diese Naturressourcen nicht ausbeuten, nicht nutzen für Erwerbszwecke oder für Profit. Zwecke. Noch ein kleiner Exkurs dazu. In Alaska wird eine Erdöldividende ausgezahlt. Circa $2000 im Jahr an jede Alaskanerin und Alaskaner. Genau mit dieser Begründung, das Erdöl gehört allen Alaskanerinnen, allen Alaskanern. Und deswegen muss aus dem Gewinn, den der Staat oder private Firmen mit dem Erdöl machen, ein Teil an die Bevölkerung zurück ausgezahlt werden. Im 20. Jahrhundert gab es dann eine unüberschaubare Anzahl von hauptsächlich Männern, die für die Idee des Grundeinkommens stritten oder Vorschläge einbrachten. In der Regel waren das Vorschläge für partielle Grundeinkommen. Solche Namen wie Charles Fourier und Victor Considerant stehen da, aber auch für belgische Revolutionäre, die damals eine Republik begründen wollten und eine demokratische Verfassung in Belgien einführen wollten. Heute gibt es eine noch unüberschaubare Anzahl von Grundeinkommensvorschlägen. Es würde den Rahmen vollkommen sprengen, alle verschiedenen Ansätze und Begründungen hier vorzutragen. Eins steht aber fest, die Begründungen für Grundeinkommen sind enorm vielfältig. Es existieren liberale, libertäre, republikanische, christliche, feministische,
ökologische, humanistische, sozialistische, kommunistisch geprägte Begründungsansätze. Wenn man diese kennt, weiß man dann auch, warum Grundeinkommensansätze sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Weil die Zielsetzung, die man mit dem Grundeinkommen verbindet, abhängig sind von den unterschiedlichen politischen, weltanschaulichen Zugängen zu dem Grundeinkommen. Das ist aber nicht anders als in der Degrowth-Bewegung. Dort gibt es unterschiedliche Zugänge zu dem Thema Wachstumskritik. Was in der Degrowth-Bewegung als auch in der Grundeinkommensbewegung aber kaum bis keinen Raum hat, sind neoliberale Zugänge zum Grundeinkommen. Für Deutschland steht zum Beispiel Thomas Straubhaar als der ehemalige Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts für einen neoliberalen Ansatz eines sehr, sehr, sehr niedrigen Grundeinkommens in Verbindung mit der Abschaffung fast aller anderen Sozialleistungen. Das Ziel ist, den Menschen mehr auf den Markt hin zu orientieren, zu zwingen. Das Grundeinkommen soll so niedrig sein, dass es quietscht, dass ich gezwungen bin, per Existenznot am besten auch noch einen schlechten Job anzunehmen, einen schlecht bezahlten Job. Auf der Degrowth-Seite, der wachstumskritischen Seite, gibt es auch einen neoliberalen Zugang. Ein Vertreter in Deutschland ist Meinhard Miegel. Er sagt im Gegensatz zur Degrowth-Bewegung, wir müssen alle den ökologischen Gürtel enger schnallen. Was dann auch heißt, auch die Armen sollen den Gürtel enger schnallen und mit noch weniger auskommen. Die Degrowth-Bewegung sagt, um das mit einem Wort eines Begründers der deutschen Degrowth-Bewegung deutlich zu machen, wer den ökologischen Gürtel enger schnallen soll oder will oder muss, da muss zuvor erstmal für den gleichen sozialen Leibesumfang in Deutschland gesorgt werden. Das ist das, was wir gestern diskutierten. Ökologische Gerechtigkeit, Wachstumskritik und soziale Gerechtigkeit werden in der Degrowth-Bewegung zusammengedacht. Denn nur der kann auch ökologisch konsumieren und sich ökologisch verhalten, der ausreichende materielle Mittel dazu hat. Das kann man jeden Tag am Biomarkt sehen, wer dort einkauft und wer dort nicht einkaufen kann. Zum letzten Punkt. Was wird alles im Zusammenhang mit Grundeinkommenskonzepten und Ansätzen diskutiert? Auch das ist sehr, sehr vielfältig. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Zugang, feministisch, marxistisch, christlich, republikanisch, liberal, libertär etc. Diese 9 Punkte, die ich jetzt aufführe, sollen keine Antworten auf diese Fragen oder auf diese Themenzusammenhänge geben. Das können wir heute dann in den Panels diskutieren oder im Open Space, wenn das gewünscht ist. Es soll nur verdeutlichen, dass die Grundeinkommensdebatte mit vielen, vielen anderen Themen verbunden ist und aus meiner Sicht auch verbunden werden muss. Beginnen wir beim ersten. Grundeinkommensansätze werden bezüglich unterschiedlicher lokaler, räumlicher Reichweite diskutiert. Es gibt also Grundeinkommenskonzepte und Ansätze für Regionen, für Städte, für Dörfer, Projekte, die daran angedacht werden, in diesen Räumlichkeiten ein Grundeinkommen einzuführen. Es gibt genauso regionale Grundeinkommensansätze und Konzepte, zum Beispiel Alaska mit dem partiellen Grundeinkommen dort. Meistens diskutiert man aber nationale Ansätze und neuerdings natürlich auch europäische, also kontinentale, als auch
globale Ansätze. Es gibt also vom Räumlichen her unterschiedliche Ansätze, Konzepte und Modelle, die diskutiert werden. Und zu dem Globalen noch ein Satz. Ein Teil der Grundeinkommensbewegung, insbesondere die globalisierungskritische, verbindet das Recht auf Freizügigkeit des Menschen mit dem Recht auf Grundeinkommen. Sie sagen, der Mensch hat überall dort, wo er lebt, das Recht auf ein Leben in Würde. Und das ist natürlich als globales soziales Recht verstanden, eine Affront gegenüber den Debatten, die wir gerade im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise führen, dass man kommenden Menschen Sozialleistungen verwehrt, verweigert, kürzt etc. unter Bedingungen stellt. Ein zweiter Themenstrang betrifft das gesamte Thema oder den Komplex Grundeinkommen und Arbeitsbegriff. In der Grundeinkommensdebatte wird in der Regel über einen weiten Arbeitsbegriff diskutiert, der alle bezahlten und alle unbezahlten Tätigkeiten impliziert. Unbezahlte Tätigkeiten wie zum Beispiel die gestern oft schon erwähnte Care-Arbeit, die Sorgearbeit, das politische Engagement, Bildungsarbeit, manche sagen auch Muße. Fricka Haug würde sagen, die Arbeit an sich selbst, Bildungsarbeit. Es geht darum, auch einen anderen Ökonomiebegriff durch diesen weiten Arbeitsbegriff zu finden. Also eine Ökonomie, die ganzheitlich gedacht ist, die nicht nur auf die Erwerbsarbeit schaut, die nicht nur auf die Lohnarbeit schaut, die Profit erzeugen soll, sondern eben die gesamten ökonomischen Tätigkeiten im gesamten Oikos, im gesamten Haushalt des Menschen. Und dazu zählt eben dann die Sorgearbeit, die Arbeit am Menschen im Sinne von Care, von Pflege, Erziehungs- und sonstigen Arbeiten. Diese Debatte wird insbesondere in der feministischen, postpatriarchalen und subsistenzorientierten Logik oder aus dieser Logik heraus geführt. Kleiner Schwenk, im Herbst wird ein Buch erscheinen, Grundeinkommen, feministische und postpatriarchale Perspektiven, was ich mit herausgebe, gemeinsam mit Ina Pretorius und Antje Schrupp. Und dort werden wir uns stark machen für diese weiten Arbeitsbegriff in der Grundeinkommensdebatte und für den weiten Ökonomiebegriff. Drittes Themenfeld, insbesondere in kapitalismuskritischen Organisationen und Gruppen, wird das Thema Grundeinkommen mit der Wiederaneignung von Commons, also von gemeinsamen Gütern, diskutiert. Es wird diskutiert, dass wir eine radikale Demokratisierung der Produktion und der Verteilung brauchen. In diesen Diskussionen wird auch ganz klar die Eigentums- und Machtfrage gestellt. Wer bestimmt, was und wie produziert, was und wie verteilt wird? In diesem Kontext werden auch Debatten über Grundeinkommen und solidarische Ökonomien geführt. Voriges Jahr war ich auf dem Kongress in Berlin zum Thema solidarische Ökonomien. Wir hatten eine spannende Diskussion über den Zusammenhang von solidarischer Ökonomie und Grundeinkommen. Viertens werden auch ganz klassische arbeitsmarkt- und sozialpolitische Fragen in der Grundeinkommensdebatte gestellt. Was ist die Folge der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung für Arbeitsmarktprozesse? Wie hängen Grundeinkommen mit Bekämpfung der Armut und Prekarisierung zusammen? Wie lassen sich Grundeinkommenskonzepte mit Sozialversicherung, mit dem Ausbau und der Demokratisierung der öffentlichen Infrastruktur sowie der sozialen Dienstleistungen verbinden? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Zeitsouveränität und Arbeitszeitverkürzung und Grundeinkommen?
Das sind ganz klassische Fragen, die mit sozialpolitischen Themen und arbeitsmarktpolitischen Themen zu tun haben. Fünftens steht und fällt natürlich in der Grundeinkommensdebatte immer auch die Frage der Finanzierung. Wie kann ich Grundeinkommen finanzieren? Das heißt, wir stecken dann ganz tief in der Finanzierungs- und Steuerfrage drin. Natürlich nicht nur hinsichtlich des Grundeinkommens, sondern aller öffentlichen Infrastruktur, Dienstleistungen etc., die zu finanzieren sind. Oft wird in diesem Kontext über Umverteilung gesprochen. Wir brauchen eine Rückverteilung von Einkommen und Vermögen und damit auch letztlich von Macht von oben nach unten. Viele Konzepte verbinden das direkt miteinander, Grundeinkommen und Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten. Oft wird im Zusammenhang auch die Frage nach dem Charakter des Geldes gestellt. Gibt es andere Formen von Geld als heute, von Verteilungsmitteln sozusagen? Da gibt es dann die Debatten im Regionalgeldkontext, Schrumpfgeld etc. wird diskutiert. Und es wird natürlich auch die Frage bezüglich des Geldes gestellt, brauchen wir vielleicht irgendwann mal auch Formen, wo überhaupt nicht mehr Geld nötig ist, um gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen. Das wäre sozusagen die nicht monetäre Seite, Zugang zu natürlichen Gütern, zu Gütern und Dienstleistungen, zu Nahrung etc., zu Internet und so weiter und so fort. Sechstens werden natürlich in der Grundeinkommensdebatte grundsätzliche, auch ethische, philosophische Fragen diskutiert, nämlich die Gerechtigkeits- und die Leistungsfrage. Was ist überhaupt Leistung? Ist die Leistung heutzutage in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft dem Einzelnen noch zuzuschreiben? Geht das überhaupt? Worauf sich dann zum Beispiel Verdienste, also Entlohnungen begründen. Geht das überhaupt noch? Welche Gerechtigkeitsvorstellungen bestehen hinter dem Grundeinkommensanspruch? Und ein ganz wichtiges Merkmal dieser Debatte ist auch die Frage des Menschenbildes. Drastisch gesprochen steht die Frage dann immer im Raum bei Grundeinkommensdebatten: Bekommt der Mensch nur den Arsch hoch, wenn die Karotte Bezahlung vor der Nase baumelt? Oder ist der Mensch ein Wesen, was sich sinnvoll betätigen will, was anerkannt sein will und das Geld, die Bezahlung, eine fast nebensächliche Rolle hat, die natürlich aber wichtig ist, um die Frage der Existenzsicherung zu klären. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn ein Mensch ein Menschenbild hat, dass der Mensch nur den Arsch hoch bekommt, wenn er dafür Geld bekommt, dann geht es in die Hosen, da kommt man nie zum Grundeinkommen als Idee. Siebtes Thema, auf vielen Konferenzen wird natürlich die Debatte Degrowth- und Postwachstumsgesellschaft mit dem Grundeinkommen verbunden. Dazu sind wir heute gemeinsam, da will ich nichts weiter zu sagen. Achtens, verschiedene Politikerinnen, Politikwissenschaftler und Aktivisten diskutieren den Zusammenhang von Grundeinkommen und Demokratie. Der Punkt ist, die These ist, eine wirklich echte und lebendige Demokratie ist nur dann möglich, wenn der Mensch erpressungsfrei sich in die Gestaltung der Gesellschaft einbringen kann. Und als letztes, ich habe es vorhin bereits schon angedeutet, wird selbstverständlich in der Grundeinkommensbewegung, insbesondere globalisierungskritischen Bewegung, auch der Zusammenhang vom Recht auf Freizügigkeit und soziale Sicherheit an dem Ort, wo man lebt, diskutiert. Das war ein Überblick über verschiedene Themen, nicht endabschließend, aber zumindest als Versuch darauf zu verweisen, dass Grundeinkommen mit vielen, vielen verschiedenen anderen Themen zusammen diskutiert wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ökologisches Grundeinkommen ist ganz einfach beantwortet, das sagt, dass aus der Nutzung von Ressourcen, in der Regel aus der Nutzung von Ressourcen, die
faktisch Übernutzung bedeuten oder Klimaschädigungen hervorrufen, dass darauf eine Abgabe gegeben werden muss, die wiederum allen als Grundeinkommensbestandteil gezahlt wird. Damit verbindet man sozusagen einerseits die Beförderung der sozialen Sicherheit von Menschen und versucht über Steuerabgaben quasi eine Übernutzung oder eine Fehlnutzung von ökologischen natürlichen Ressourcen zu verhindern. Das nennt man Ökobonus, Ökosteuer zur Finanzierung, Teilfinanzierung eines Grundeinkommens. Das ist eigentlich ein Begriff von Stefan Lessenich. Der hat 10 Seminare mit der Ebert-Stiftung bestritten zu dem Thema Grundeinkommen und vielen Grundeinkommensexpertinnen und Experten. Und Plus meint einfach das, was ich ein Stück weit hier schon andeutete, dass das Grundeinkommen mit weiteren anderen Dingen gedacht werden muss. Also Plus heißt bei ihm, auch bei mir, Grundeinkommen und gebührenfreie Zugänge zu Kindertagesstätten, Hochschulen etc., sozialen Dienstleistungen. Grundeinkommensplus heißt in Verbindung mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung, Zeitsouveränität, sodass sich es beides befördert. Grundeinkommen plus meint, welche Wirkung kann in einer nach wie vor patriarchal geprägten Gesellschaft ein Grundeinkommen haben, wenn nicht ergänzende frauenpolitische, feministische Ansätze in die Politik mit eingebracht und umgesetzt werden. Also dieses Plus sagt immer noch weitere andere politische Maßnahmen als Gesamtkonzept mit dem Grundeinkommen verbunden. Was das Thema Bildung oder Möhre bedeutet, ja klar, in einer Gesellschaft, die auf Gelderwerb fußt, ist das Thema Gelderwerb das oberste Thema. Nicht nur in der Bildung, auch in der gesamten Sozialisation letztlich. Und das Thema, dass ich auch für nichts bekommen etwas tun kann, weil ich dadurch Anerkennung finde, weil es mir vielleicht selber Freude ist, eine Herzensangelegenheit, etwas für andere und damit aber auch für mich zu tun, steht damit automatisch im Hintertreffen. Also ja, wir brauchen wieder eine Ethisierung der gesellschaftlichen Debatte, wir brauchen eine Losreißung des Themas menschliche Tätigkeit von der sehr vereinseitigten Sicht auf das Thema Erwerb und Profit. Kann ich nur so unterstreichen. Wertschöpfungsabgabe, auch Automatendividende, Maschinensteuer genannt, es gab da verschiedene Vorschläge, die sind leider ein bisschen versagt. Für mich wäre das ein richtiger Weg zu sagen, wie kann ich eigentlich einer Gesellschaft, wo immer mehr die Möglichkeit besteht, dass Automaten Dienstleistungen und Produkte erstellen können, wie kann ich quasi den Menschen dann Zugang zu diesen Produkten und Dienstleistungen schaffen? Kleine Schmankerl am Rande. Wassily Leontief, ein Nobelpreisträger, hatte dieses Paradiesparadoxon erfunden. Stellen Sie sich vor, alles in der Gesellschaft wird von Automaten produziert. Das ist ein Gedankenspiel. Geht gar nicht. Schon gar nicht vor dem Hintergrund der Sorgearbeit. Care. Aber als Gedankenspiel. Und es wäre alles da durch die Automaten. Und trotzdem, also es wäre Paradies. Und trotzdem würden wir verhungern. Warum? Es werden keine Erwerbseinkommen mehr generiert, wenn kein Mensch mehr Erwerbstätigkeit machen muss, um alles zu produzieren. Weil es ja die Automaten machen, die netten Roboter, Rab, der Sklave. Robot kommt aus dem Russischen. Also muss ich über ganz andere, nämlich von Erwerbsarbeit entkoppelte Formen von Umverteilung, von Zugängen zu den Dienstleistungen und Gütern nachdenken. Das waren die Distributionisten Anfang des 20. Jahrhunderts haben solche Ideen bereits gehabt. Und ein Schritt dahin ist die Besteuerung von Wertschöpfung, die von Automaten faktisch erbracht wird. Also die wachstumskritische oder Degrowth-Bewegung ist sehr stark. Ich glaube, das hängt damit zusammen, was gestern auch deutlich wurde, man kann vor Ort einfach anfangen,
und seinen eigenen, ja, kleinen Garten mit ökologischen Produkten bepflanzen. Man kann das in der Stadt gemeinsam probieren. Man kann über Carsharing versuchen, konkret pragmatisch wachstumskritisch zu handeln sozusagen. Das heißt, man kann viel eher bestimmte, noch bestehende Möglichkeiten nutzen, um in diese Richtung zu gehen. Und beim Grundeinkommen ist das ein bisschen schwieriger, weil wir haben nicht mal ein Grundeinkömmchen in Deutschland. Wir haben eben nur Grundsicherung und Mindestsicherung. Insofern ist die Grundeinkommensbewegung, was die praktischen Beginnpunkte betrifft, schwächer ausgeprägt. Umso überbordender ist dann in der Regel in der Grundeinkommensdebatte so das, was ich für Visionen damit verbinde. Ich bin 12 Jahre in der Grundeinkommensdebatte und versuche dann immer ein bisschen zu dämpfen. Aber die Frage ist für mich ganz klar, beide Bewegungen müssen miteinander kommunizieren. Der Vorwurf, der an manche, die Kohler geht, lautet, ihr bedenkt das Thema soziale Sicherheit und damit auch mehr Autonomie nicht mit in euren Konzepten. Umgekehrt ist dann der Vorwurf gegenüber der Grundeinkommensdebatte, ihr verpasst vollkommen mit eurer Diskussion sozusagen die ökologische Frage. Denn Geld kann man nicht essen. Wenn die Natur zerstört ist, nützt uns Geld und Grundeinkommen nichts mehr. Ich möchte mit meinem Grundeinkommen eine gute und wertvolle Nahrung aufnehmen und nicht irgendwelche Pestizidverseuchte etc. Ich bin jetzt kein Anhänger von der gesellschaftlichen Theorie, aber ich weiß, dass viele diese Debatte führen über diese Form von Schrumpfgeld bis hin zum Grundeinkommen. Das ist ein gesonderter Block, lassen wir erstmal so stehen. Und ich habe es vorhin auch angedeutet, natürlich der freie Zugang zu Ermöglichungen, um die eigene Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Es steht natürlich genau auf diesem Blatt. Und das ist zum Beispiel ein starker Zusammenhang auch zwischen Degrowth und Grundeinkommensbewegung zu sagen, wir brauchen wieder Orte, wo Menschen subsistenzwirtschaftlich etwas tun können. Das würde ich aber nicht nur auf die Landwirtschaft beziehen. Alles, was mit Open Source zu tun hat und so weiter, alles Wikipedia, sind ja faktisch frei verfügbare Orte und Räume, wo Menschen etwas miteinander erschaffen können. Was wichtig ist, Wissen zum Beispiel. Also so würde ich das beantworten. Der Hintergrund von Degrowth ist ja eigentlich nicht die wachstumskritische Ebene im Sinne, es darf nichts mehr wachsen. Moral soll wachsen. Sorgearbeit soll wachsen. Erneuerbare Energien sollen wachsen. Der Hintergrund von Degrowth ist, es muss schrumpfen der Naturressourcenverbrauch. Und alles, was dem entgegenkommt, findet sich auch in der Debatte Degrowth wieder. Punkt. Und über die Zusammenhänge von Degrowth und Grundeinkommen, die grundlegenden kann man auf der Website nachlesen, sind die 4 Punkte, Demokratie, soziale Sicherheit, Arbeitszeitverkürzung etc. Ja. Und gab es schon mal sowas wie ein Grundeinkommen? Alaska gibt es ein Grundeinkommen, in Namibia gab es ein Projekt, alles über Spendengelder hergestellt, in Indien gab es Projekte, in der Regel alles mit guten Erkenntnissen, also positiven Verweisen auf die positive Wirkung des Grundeinkommens. Und wie ist der Stand? Also nach 12 Jahren kann ich sagen, ich bin begeistert. Hängt natürlich jetzt ein Stück weit mit der Schweizer Volksabstimmung zusammen. So viel Grundeinkommen war in den deutschen Medien noch nie. Noch nie. Das wird natürlich nach der Volksabstimmung, je nachdem wie sie ausgeht, wieder ein bisschen runtergehen. Und wir werden alles tun, dass sie oben bleibt. Alles tun. Also ich kann richtig mit Stolz sagen, die Grundeinkommensbewegung hat viel erreicht. Auch wenn sie sehr differenziert ist, unterschiedliche Wege geht, unterschiedliche Ansätze verfolgt. Sie hat sehr viel erreicht. Und das Wichtigste ist, fast wie ein Schlusssatz, das Wichtigste ist, in den Menschen die Erkenntnis zu verwurzeln, der jeder Mensch hat das Recht auf Leben und auf gesellschaftliche Teilhabe, weil er ein Mensch ist. Nichts weiter ist Grund für diese Existenzsicherung.